Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Die Glasfabrik läuft im Prinzip, aber ich möchte jetzt natürlich noch was ändern. Und zwar, das oben hier möchte ich abschalten. Die sollen jetzt kein Glas mehr verbrauchen, weil das quasi eine Verschwendung von Quarz wäre, jetzt die schlechte Produktionsanlage noch weiterlaufen zu lassen. Dazu müssen wir dann aber natürlich die Glascores bei der neuen Glasfabrik bauen. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Also die Glascores, die vom Optical Fiber benutzt werden. Genau, hier das können wir mal. Also genau, du kannst schon mal auch umziehen. Das ist Plastik. Anlieferung Quarz 2. Empty Cargo und los. Und das kommt weg. Jetzt haben wir hier natürlich noch einiges an Quarz drin. Das ist sogar voll. Ach je, ach je, ach je. Soll ich das hier noch zu Ende laufen lassen? Eigentlich, nee. Halte ich nicht viel von. Ich mache mal Folgendes. Ich klemme hier ab. Das können wir dann mit dem Zug abholen. Jetzt habe ich mein Inventar schon wieder komplett voll. Was ist denn da los? Durch die Fließbänder. Achso, und durch Sand. Wenn man den einen nehme ich dann nochmal wieder. So, das bekommst du. Das kann ich dann ja irgendwann mal mit dem Zug abholen. Und mit irgendwann meine ich diesmal nicht nie, sondern in naher Zukunft. So. Jetzt wird das hier noch zu Ende gecraftet. Wird das mit dem Pure Sand noch gebraucht? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir wollen das hier schon mal abklemmen. Also das brauchen wir nicht mehr. Das geht noch darum, geht darum. Achso, genau, du machst noch weiter Glasplatten. Genau. Dann lasse ich das jetzt erstmal stehen, so. Das kommt weg. Also der macht jetzt noch Glasplatten so lange, bis das Quarz alle ist. Das wird nicht mehr lange dauern. Dann ist das aber noch verbraucht, dann schmeißen wir da nichts weg. Und das kann auch weg. Oh ja, Benzin, das wird dann ein Problem. Wir nutzen jetzt ja hier Benzin, um Glas herzustellen. Wenn wir dann kein Benzin mehr nutzen, kriegen wir vielleicht wieder ein Tailings-Problem oder so. Das müssen wir mal gucken, ob wir dann noch ein Stückchen Benzin runterleiten. Ich glaube, ich bin jetzt sowieso auf dem Weg nach unten. Und dann nehme ich das mal mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das nochmal hergestellt wird. Das ist da, da oben. Hier, da. Hä? Wo ist denn der Anfang vom Rohr? Hier kommt mein Benzin her. Ja, ach so, guck mal. Genau, da pumpt er ab und zu mal was nach oben. Und hier ist die Hauptherstellung. Okay. Und da geht es sowieso nach unten. Das ist der Überschuss, das ist eine andere Geschichte. Das ist das, was rechts zum Glas geht. Und das müssen wir jetzt im Prinzip nach unten haben. Okay, die linke Leitung, also die
Westliche Leitung ist die richtige. Einmal hier. Das ist auf einmal Sauerstoff geworden. Geht also da nochmal rum. Dahin. Also, was auch immer hier gemacht wird. Achso, genau, für dieses Eisenoxid, oder? Nitrobenzen, damit wir Eisenoxid herstellen. Gut. Das kann ja auch so bleiben. Das heißt, wenn ich von hier aus... Wo bin ich? Da. Wenn ich von hier aus nach Süden gehe, gerade durch, lande ich beim Seetang im Prinzip. Ja, ist okay. Das heißt, wir müssen noch einen weiter. Also so. Oh, und ich habe keine Plastikrohre mehr. Ich hoffe, ich habe noch Plastik. 1, 2, 3. So. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das ist jetzt halt noch ein bisschen so aufräumen. Die neue Fabrik muss ja noch... Ja... logistisch eingebunden werden in alles. Das ist gut hier. Jetzt wollen die mir Fließbänder wegnehmen. Übrigens, diese Glasflaschenproduktion zum Beispiel werde ich unten erstmal lassen. Die haben wir erst vor einigen Folgen nochmal überarbeitet. Die werde ich jetzt nicht nach oben umziehen. Die funktioniert ja in der Main Base. Und genauso diese Optical Disc Produktion wird da auch erstmal belassen. Erst wenn wir das nächste Mal feststellen, dass wir zu wenig Glasflaschen oder zu wenig Optical Discs haben, dann wird es umziehen. Aber da wird hoffentlich schon die erste Zahl der Folgennummer eine 5 sein. So. Eben gucken, dass ich jetzt hier das Richtige habe. Ja. Reicht wohl nicht bis ganz durch, ne? Nee. Und hier ist ein bisschen schlecht, aber ist ja nicht unüberwindbar. Das eben so. So, so. Oh ja, Dünger. Gut, dass ich das gerade sehe. Weg damit. Oh Mann, hier ist aber richtig eng. Das geht so nicht. Kann sowieso ganz weit nach links, vielleicht sogar bis zu dieser Trasse da, wo das Salzband lang geht. Am liebsten mag ich ja mal ganz gerade Linien irgendwo lang ohne Knick. Aber manchmal geht das halt nicht anders. Tja. Einmal, zweimal. Unterirdische Bänder brauche ich auch noch wieder neu. 1, 2, 3.
Das ist die Frage. Gehe ich jetzt genau beim Salzband runter? Das wäre hier. Und kommt da super an. Doch. Dann machen wir das östlich von dem. Nee. Bleibe ich hier bei Plastik. Achso, ich bin im Map-Modus. Deshalb, ich hatte mich gewundert, dass da gar kein Geräusch richtig kam. Ich kann ja auch im Map-Modus was sitzen, wenn ich direkt daneben stehe. Dann. Jetzt ist die Geschichte. Wir haben hier im Prinzip sechs Dinger, die auf ein Band legen würden. Ich würde jetzt schon mal ein zweites Band vorbereiten. Ich sehe gerade, hier fehlt noch was. So, wir haben jetzt ja noch weitere Glasfabriken. Das werde ich jetzt noch nicht unbedingt nutzen, aber... Achso, dann mache ich das Spiegelverkehr, das ist auch blöd. Das ist nicht schön. Im Prinzip aber so. Jetzt haben wir, brauchen also nochmal 6. 4, 5, 6. Hätten wir zwei Bänder Glasplatten. Ist das so geplant? Ja. Eigentlich sogar, vielleicht sogar mehr, aber in der Grundplanung selbst sind schon 60 Glasplatten drin. Das wären zwei rote Bänder. Wir schaffen dann nur 10% weniger als das. Das heißt ungefähr 55. Zunächst mal die heiße Luft hier mit anbinden. Und ich kann schon mal noch ein paar Rohre nachbauen. Ja. Hier brauchen wir dann Kerosin. Ne, beziehungsweise Benzin oder Kerosin. Ach so, ja, genau. Das wäre nämlich noch eine Sache. Dass wir das andere rote Band dann mit Benzin füllen. Dann haben wir auf jeden Fall immer Glasplatten. Wenn Kerosin ausgeht, kann das mit Benzin produziert werden. Wenn Benzin ausgeht, wird es mit Kerosin produziert. Das ist ein super Plan. Oh, und heiße Luft, seht ihr das? Wir haben viel zu wenig heiße Luft. So, das Glas muss durchverbunden werden, aber wo? Hier soll ja auch noch was hin.
Eigentlich müsste ich das oben... Ah ne, wo kommt das her? Von da kommt es her. Eigentlich müsste ich es da verbinden. Da geht es aber jetzt gerade nicht. Ist der ein tiefer? Der ein tiefer, der ein tiefer. Und dann ist gut, ja. So, und dann können wir den hier rüberlegen. Und ich brauche noch 1, 2, 3, 4 Rohre ruhig und das noch so. So, dann haben wir hier warte mal. Jetzt müssen wir im Prinzip drei auf die linke Seite legen und drei auf die rechte. Ich mache das mal eben so. Das ist am einfachsten. So, du legst damit drauf. Also warte, so haut es überhaupt nicht hin. Wie viel habt ihr an Output? Ja. Muss ich jetzt mit roten Ärmchen machen, ist auch okay. 1, 2, 3. 3 reicht. Genau, das ist schon für das andere. Genau, hier fehlt noch einer. So. Ja. Dann legt der auch mit auf die rechte Seite. So. So, so. Da können wir dann schon ganz weit hoch. Da unser zweites Band, das hier noch verbinden. Und hier Strom geben. So, dann brauchen die Kerosin, das käme von da. Das können wir aber auch hier unten durch. Ah ne, genau, die wollen bei 10 haben. Ja, ja, das ist schon gut. Haben nichts gesagt. Und jetzt können wir da oben drüber diese Glaskorgeschichte machen. Dafür brauchen wir zwei Glasworks. Wie gesagt, Petrischalen. Und Glassware, also Fläschchen und Optical Sets. Die drei lasse ich erstmal unten. Und wir sehen, das sind insgesamt nochmal wieder 13 Dinger, die ich jetzt hier irgendwie rechts noch daneben bauen könnte in der nächsten Ausbaustufe sozusagen. Dann mache ich die Glass Cores hier mal oben mit hin. Was habe ich da jetzt für eine Lücke? 2. So. Wobei das ist ein bisschen schlecht, das ist ein bisschen eng.
Wir brauchen nämlich Schwefel und Silber. Testen wir mal. Schwefel und Silber muss rein. Es ging aber auf einen Band. Dann, ja, müsste das innenliegende Band sein. Dann reichen. Ja, ein blauer Arm wird knapp, also nehmen wir sicherheitshalber zwei und ein roter Arm kann rauslegen. Ne, warte, die brauchen. Hä? Die brauchen Glasplatten, habe ich mir jetzt vertan? Glascore. Ich habe vielleicht das falsche Rezept genommen. Nee, es ist. Hier ist das richtige Rezept. Keine Ahnung, warum. Achso, ist nur ein anderes Bild. Ja. Die 57,14 sind geschmolzenes Glas, was er da braucht. So. Jetzt braucht er Energie auf der Seite. Und auf der Seite. So. So. Das hier durch. Den nach da verbinden. Achso, dann laufen die auch mit Benzin. Will ich das? Muss ich mir noch mal eben anschauen. Von. Also sieht man doch. 600 pro Sekunde würde der. Der braucht eigentlich keine 600 pro Sekunde. Nein, 20 pro Sekunde, oder? Mal eben hier schauen. Glasplatten würden brauchen 400 Kerosin. Das andere Zeug braucht 50. Also nicht 400 Kerosin, sondern Kerosin hat ja mehr Energiewert. Zwei Drittel von 400 braucht er dann. Eigentlich wäre es denn auch bei dem Glascore besser, wenn ich das einmal mit Kerosin mache und einmal mit Benzin. Das heißt, das hier ist jetzt hier mit Benzin. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht auf dem Weg. So. Ja, jetzt müssen wir hier einen enger. So. So. Jetzt haben die hier Benzin. Und der macht das mit Kerosin. Hier auf die 2 gehen. Damit sich das nicht überlappt. Können wir bis. Ah nee. Oder? Warte mal. Jetzt bis da. Das ist Blödsinn. Ich mach das nicht auf die 2. Machen wir hier so einen Knubbel rein. Eine Stolperfalle. Jo. Ja, ansonsten habe ich da so ein Gerüse. Warte mal, ich gehe auf die 2, dann gehe ich bis da, dann gehen wir
Da komme ich dann auch nicht rum. Das heißt, ich müsste. Achso, ich könnte auf die 2 gehen. Dann da hoch. Darüber. Hab dann trotzdem einen Knubbel, der ein bisschen kleiner ist. Oder ich gehe halt bis hier hoch. Von da bis nach da. Richtig schön ist beides nicht. Kann ich also so lassen. Ja. Hier könnte noch so ein dritter Glaschor rein. Ansonsten, was würde ich hier hinbauen? Nichts. Ich würde hier keine neue Produktionsanlage hinbauen. Also kann ich auch hier einen dritten Glaschor-Generator hinbauen. Wer weiß, wofür es gut ist. Ansonsten bleibt hier halt die Baulücke. Falsch. Richtig. Okay. Achso, genau, hier bin ich natürlich auch längst nicht fertig. Immer diese halb angefangenen Sachen. Eigentlich die angefangenen, halb fertigen Sachen. So. Muss ich eigentlich hier unten vorbei? So, jetzt müssen wir aber eine Sache tun. Und das ist so ein Splitter hier reinsetzen. Denn wenn wir kein Benzin haben oder kein Kerosin, sollen trotzdem beide Bänder in gewisser Weise gefüllt werden. Und das hier müsste dann zu einem zweiten Bahnhof auch gehen. Das schafft der eine Bahnhof nämlich gar nicht, das hier mit aufzunehmen. Zwei rote Bänder. Und hier ist auch wieder schlecht. Muss das da sein? Nein, es muss nicht da sein. Das können wir ein bisschen umlegen. Ja, ich habe kein Material.
So, da wären. Glasbahnhof, ist der hier noch frei? Ja, der wäre noch frei. Wäre schon besser, das nebeneinander zu setzen, ne? Schaffen die auch nicht. Noch einen vierten grünen. So, jetzt schaffen die das. So, und hier natürlich auch grüne. Und dann bis. Also Haltestelle erstmal bauen. Geht nicht, weil kein Eisen. Und mein Zug hat wahrscheinlich auch kein Eisen mehr. Ne, natürlich nicht. Fahr du mal Sachen holen. Muss man eben kurz hier einmal Eisen so holen. Obwohl. Ist noch höher. So. Ah, und Schrott habe ich dabei, ja. Lampen. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte eine Haltestelle bauen. Wollte zwei Lampen weglegen. Salz weglegen, wenn es geht. Ja, geht natürlich nicht. Da wird auch voll sein. Erstmal hier die Dinger muss ich mal eben nachfüllen. Und das hier. So. Dann kann ich hier nachfüllen. Und das nachfüllen. Und das nachfüllen. Und Stahl habe ich jetzt auch nicht. Habe ich hier diesen komischen Tank, den lege ich hier mal in so eine Plunderkiste. Und auch dich lege ich mal in eine Plunderkiste, kann ich jetzt wirklich gar nichts mit anfangen. Dann Biomasse. So, Gummi.
Boah, so ein voller Gummizug, ey. Wie mich das freut. Früher war das so knapp. Sonst. Ich habe ja einen Greifarm zu viel, den will ich auch mal gerade loswerden. Auch hier mit rein. Und Limestone muss ich gleich nochmal unten wegbringen. Wo war ich jetzt eigentlich? Genau, Haltestelle wollte ich bauen für den zweiten Glasbahnhof. Ich weiß ja nicht, wer noch alles so Glasplatten braucht. Ja. Genau da. Glasplatten 2. Das ist dann Glasplatten 1. So, welche Züge brauchen jetzt Glasplatten? Von Main holt er ab zur Fabrik. Das werden wir mal ändern. Der fährt jetzt hier zu Glasplatten 2. Und das weg. So. Main nach Nord und Main nach Süd. Glasplatten 1. Glasplatten 2. Ach so, hier haben wir das noch mit den 300 Sekunden, damit er nicht ständig hin und her fährt, ne? Wenn er voll ist. Warte hier auch mal ruhig 3 Minuten. So, das heißt, jetzt haben wir keinen Zug mehr, der noch beim Main hält, oder? Okay. Nur noch die 4 Züge und die halten an diesen beiden Gleisen. Wunderbar. Und Glas stockt schon bei uns. Hat nicht lange gehalten. Irgendwas ist kaputt. So, gleich mal gucken, woran es liegt. Vermutlich an dem, der zuletzt da dran war.
Oh nee, ja, Leim. Vielleicht CO2. Ja, CO2 ist voll. Das ist auch voll. Aber wir verbrauchen das doch oben. Und anscheinend nicht. Vielleicht ist kein Wasserstoff da. Gut, dass ich den Fehler sehe, wo ich sowieso noch hier unten bin. Deshalb ist es eigentlich auch immer wichtig, nach einem Bau einer Anlage immer so einen Funktionscheck zu machen. Alles genau funktioniert. Ich weiß, ich könnte auch auf dem Asphalt gehen. Wäre schneller. Ich bin mit Adleraugen auf dem Rohr fixiert. Oder besser auf das Rohr fixiert. Ne? Sonst, wenn ich auf dem Rohr fixiert wäre, dann hätte mich da einer festgebunden. Nexelitplatten, ja stimmt. Hat einer was vergessen. Weil ich keine Fließbänder hatte. Ich weiß, ich habe damit angefangen. Und dann ging mir das Material aus. Nun gut. Wie viel würde der überhaupt wegschaffen? 160 pro Sekunde. Und wie viel produzieren wir? 40, ein bisschen mehr. Haben sie auch ein bisschen erweitert, also vielleicht 50 pro Sekunde. Zündgas ist hier nicht voll. Das wäre natürlich auch noch kritisch, wenn jetzt hier Zündgas mal komplett voll wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering, weil hier direkt ein Verbraucher für Zündgas auch ist. Okay. Achso, hier wird Überschuss von Aromatics zu Crude Oil. Gut, jetzt müssen wir noch einen Bahnhof finden. Ach nee, jetzt müssen wir erstmal Schwefel und Silber runterbringen. Ah. Warte mal. Beim CCB habe ich Schwefel oder nicht. Ich meine, die Cadaveric Aurum. Ah ne, die brauchen Schwefelsäure oder so, ne? Irgendwas. Tja.
Also Silber ist gar kein Problem. Das ist an Bahnhof angeschlossen. Ich meine, Schwefel ist auch an Bahnhof angeschlossen. Wir brauchen dann nur noch unten zwei Haltestellen. Da wird es langsam eng. Was ist denn hier leer? Ja, Batterien, ist klar. Da oben noch, oder? Da ist Schwefel. Achso, auch. Ja, okay. Wir haben hier mal Schwefel abgebaut und das geht dann da oben hin. Na gut, das hilft nichts. Dann können wir das nicht per Fließband anliefern, sondern müssen das per Zug machen. Ist auch besser eigentlich. Aber eine Sache will ich jetzt schon mal vorbereiten. Und zwar hier. Hier kommen unsere Glascores an. Wir brauchen 0,75 pro Sekunde. Und also der hat sogar noch welche. Ja, das wird aber dann bald alle sein. Und dann machen wir hier eine Requester-Chest dahin. Bevor ich jetzt hier noch ein Fließband von unten hier hinlege. Nein, das kann zukünftig mal weg. Aber so Zahlen unter 1 pro Sekunde sind halt gute Sachen für Bots, dass die das machen. Achso, genau. Bahnhof. Wir haben eine Haltestelle noch frei. Wir haben noch zwei Haltestellen frei. Also die beiden hier. Kerosin ist übrigens immer noch voll. Das ist sehr gut. Das heißt, Destillatefabrik produziert. Oh ja, und Glas. Das läuft super. Das heißt, hier kann ich aber nicht mehr lang. Muss ich mir Silber und Schwefel von Süden her holen. Ach so, und wie machen wir das mit der Kiste? Also von hier. So. So, ach so, genau, das Gebiet ist gar nicht angebunden.
Das heißt, ich könnte über dem Kohleband langlaufen. Das würde gehen, ja. Dann machen wir das doch direkt vom Bahnhof her. Ich brauche noch ein Lagerhaus. Geht nicht, weil ich keinen Stahl habe. Ich muss meinen Zug mal herholen. Brauche zwei Haltestellen. Plastik, Anlieferung, Silber. Platten oder keine Ahnung. Ja, Züge kann ich natürlich auch nicht craften. Plastik, Anlieferung, Schwefel. So, bis da. Dann muss das jetzt auf ein Band. Mal so. So rum. Oh, Plastik wird angefragt. Achso, ja, wird angefragt, wird aber nicht produziert. Oh ja, wo ich das, den Limestone gerade sehe. Bitteschön.
So, zu meinem Zug. Einmal Stahl. Reicht trotzdem, ich brauche auch noch Motoren, okay. Eins, zwei, eins, zwei. Einmal. So, ein bisschen Kram nachholen, einmal das. Oh ja, mir fällt gerade ein. Bin auf Glas. Ich muss noch einen Roboport setzen. Aber gut, eins nach dem anderen. Erstmal du. Und du. Schwefel. Ja, wo holen wir es ab? Bei der Farm, würde ich sagen. Bei der Farm müsste immer genügend Schwefel sein. Und viel braucht er hier nicht. Empty. Treibstoff kommt gleich. Beziehungsweise ich habe jetzt noch Treibstoff da. So, du holst Silber. Ich glaube aber, wir haben eventuell kein Silber. Abholung Silberplatten. Dann nenne ich es hier auch Silberplatten. So. Silber. Wir haben in den letzten 10 Stunden 3 Silberplatten produziert. Mal gucken, woran es liegt. Genau, Roboport. Dass wir dieses Netz mit dem Hauptnetz verbinden, also beziehungsweise mit dem Alunetz sozusagen. Ist das da durchgängig, auch nicht so sicher, ne? Aber ist egal, es muss bis zum CCB kommen. Und das wird es, wenn ich da so einen Port hinsetze. Die sind dann natürlich sehr langsam, weil die über unabgedecktes Gelände fliegen und sich nicht aufladen können. Es reicht noch nicht mal. Ach, das ist schade. Das ist schade. Ich schau mal, wie weit ich komme. Hallo?
Das ist ein bisschen blöd. Wegen diesem roten Signalkabel halt. Ist das sinnvoll? Ich mach mal an. Ich mache jetzt mal die Überschneidung mit dem. Sollte sich da schon abdecken. Ja. So. Ah, kein Strom, natürlich nicht. Bis hier, beziehungsweise ich kann das Plastikband ruhig auftrennen. Plastik ist sowieso gut, damit ich ein paar neue Rohre kriege. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, Seetang weg. Das heißt, wir haben jetzt eine Verbindung. Wobei die natürlich jetzt auf gerader Linie hier so hinfliegen. Es wäre also ganz gut, wenn ich hier zwischen auch noch einen Roboport bauen würde. Okay, dann machen wir da dran mal ein bisschen. Technisch muss noch weiter nach Süden. Oder? Ja, muss ich das? Ich passe mich jetzt hier mal wieder dem alten Muster von hier an. Tja, und dann von hier vielleicht noch mal nach links gehen. So, jetzt ist da noch eine Lücke, das ist aber nicht schlimm. Die fliegen von hier dahin. Und da können die sich hier aufladen. Zwischendurch sind die vielleicht mal kurz langsam oder so, das ist dann halt so. Jetzt noch mal gucken, wie viel Logistikdinger haben wir hier? Wir haben nur 79. Sind jetzt auch alle beschäftigt. Habe ich noch Logistikdrohnen? Ne, die habe ich im Zug. Dann werde ich in diesem Bereich hier auch nochmal Logistikdrohnen entlassen. In die Freiheit.
Oder besser gesagt in den Arbeitsdienst. Das läuft. Alles, ne? Ja. So, du kannst mein Silber haben, du kannst mein Schwefel haben. Oder machen wir so. Und irgendjemand kann auch mein Salz haben. Achso, du willst gar keinen Salz. Wer will denn Salz? Du. Was macht der Silberzug? Konnte der beladen werden? Oh nee, der ist erstmal noch am Weg. Alles klar. Gut. Das heißt, wir machen jetzt mit dieser Folge Schluss. Das gefällt mir nicht. Ich will noch diese Glasgeschichte bereinigen. Und dazu muss beim Main-Bahnhof noch was gemacht werden. Dann hat das thematisch einen Abschluss und wir können nächste Folge Fehlersuche machen. Ich will jetzt nächste Folge nicht noch weiter an der Glasfabrik arbeiten. Wir brauchen Fuel. Dann mach das mal. Fahr dann erstmal dahin. Das ist ja hier direkt. Ich kriege zwar langsamen Sprit, aber so ist das Leben. Es sei denn, du schaffst es, dir grüne Fuel Rods zu krallen, aber wahrscheinlich nimmst du dir Briketts, wie ich dich kenne. Schwefel ist schon da. Nutzt uns halt nicht viel. Ohne Silber. Bisschen was nacharbeiten. Das. 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier die Glashaltestelle? Da. Da hält ja jetzt kein Zug mehr. Das heißt, wir können die auf Reserve stellen. Das ist super, wir haben wieder hier eine Haltestelle frei. Und dann müsste ich im Prinzip, ja, das hier irgendwie loswerden.
Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich selber laufe. Mein Zeug hier in eine Kiste packe. Machen das hier auch mal weg. Oh ja, und Logistik muss aus. Das da rein. Das da rein. So, machen wir erstmal das hier weg. Könnte ich auch die Bots machen lassen, aber ihr seht, das ist so ein bisschen Frickelarbeit. Dann müsste ich halt genau zielen mit dem Deconstruction Planner. Und würde noch andere Sachen wieder mit abreißen. Und hab dann nachher noch mehr Arbeit, als wenn ich jetzt mal eben das sowieso abgehe. Abgehen muss ich sowieso. Ob ich jetzt abgehe und klicke oder ob ich es abgehe und einen Rahmen drum ziehe. Achso, guck mal, mehr brauche ich ja gar nicht. Bis da. Und der Rest wird ja benötigt. Also auch hier werden ja noch Glasplatten aus Molten Glas hergestellt. Und das wollte ich ja zunächst erstmal so lassen. Die Glasplatten werden ja zum Beispiel gebraucht, um Biocontainer herzustellen. Und sonst noch was, weiß ich jetzt nicht. Habe ich nichts Rotes. Kann ich natürlich auch nicht craften. Warte mal. Wenn ich jetzt Q sage, geht natürlich nicht. Wenn ich jetzt Q sage. So. Dann sollten das Bots bauen, wenn wir rote Bänder hier irgendwo haben. Und dafür werde ich jetzt sorgen, dass wir welche haben. Oder, ja komm. Auch da ist es jetzt schneller, wenn ich das mal eben selber baue, um ganz sicher zu gehen. Sonst hätte ich die roten Bänder in eine gelbe Kiste legen können. Oder in eine rote. Aber reparieren wir das eben mal so. So. Muss ich zweimal laufen. Warte mal, ist hier noch ein Freibahnhof? Warum stehst du da? Rubber mit der Fabrik. Okay. Der ist einfach noch nicht umgestellt. Schön, dass ich hier vorbeikomme. Der muss auch bei Solar abholen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit den ganzen Glasplatten machen werde.
Das Problem ist, ich brauche natürlich auch eine Kiste, ne? Gut, dann kann ich mich auch schon mal von euch verabschieden. Das heißt, nächste Folge Federsuche beim Plastik, beim Silber, beim überall. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.